Sorry, Babe. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Lee, was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Du riechst gut. Willst du mich nicht reinbitten? Ich bin die ganze Nacht gefahren. Oh, und ich habe ein Geschenk. Hier sieht's wirklich nach dir aus. Wie in deinen Frauenzeitschriften. Ich lese die nicht mehr. Ich habe keine Zeit dafür. Was machst du so? Kellnerst du immer noch? Nein, ich arbeite. Das geht dich überhaupt nichts an. Darf ich? Mann, dir muss es ja gut gehen. Keine Miete und es ist wirklich schöner als im Wohnwagen. Lee, was willst du hier? Was meinst du damit? Ich wollte nur sehen, ob alles in Ordnung ist bei dir, wenn Lorraines Freunde erst rausgeflogen sind. Was soll das jetzt bedeuten? Na, ich meine die Kerle, mit denen du hier zusammen wohnst. Woher weißt du denn, wer hier wohnt? Ein Brief für dich von einem Anwalt. Den du natürlich aufgemacht hast. Ihr Jahr ist schon fast um. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mich zu bessern. Und du fehlst mir. Ich habe dich so vermisst. Hier steht, dass das Haus mir ab dem 1. Juli ganz allein gehört. Ja, ich weiß. Du hast das nicht gewusst. Scheiße, echt, Mann. Diese beschissenen, abartigen Versager lügen schon. Das sind keine Versager. Das sind meine... Deine was? Jedenfalls keine Versager. Du denkst doch nicht, ich habe jetzt ein richtiges Leben und ich gehe zur Schule. Ach was, ein richtiges Leben? Ja! Im Gegensatz zu dem beschissenen Leben, das wir hatten. Und zwei richtige Männer hast du in deinem richtigen Leben wohl auch, hä? Männer, die junge Mädchen anlügen, um ein Dach überm Kopf zu haben. Fick dich, du Arsch! Oder kriegen sie vielleicht noch was für ihre Mühe? Hey, die haben dich benutzt, Purslane. Ganz genauso wie Lorraine. Raus, verschwinde. Na, ist ja super. Dabei wollte ich dich nur besuchen. Du bist jetzt in der Schule. Ein Witz ist das. Ich werde dir mal was sagen, Purslane. Ein Unkraut ist nur ein Unkraut. Es mag noch so hübsche Blüten haben. Das ist wirklich brillant, Lee. Und jetzt raus! Los, raus!